mal den Ausblick. Ja, das ist cool. Aha. Und hier geht's weiter, hier geht's weiter. Wow. Island. Ja, dann rein, die Woche knallhart, der Grand wird gezogen, der Wand ist hart am Hund. Wir haben mal das Hongkong-Geld. Man sagt, man lacht über das Geld, weil man kann es nicht zerreißen. Ich habe schon 427 Kalorien verbrannt, während es schlaft. Du bist verrückt. Du, die da, schau mal, was du tust. Auf einer Stelle muss es aber machen. Der darf nicht fliegen. Hallo. Hi. Nope, jetzt checken wir ein. Immer hier schön zumachen, nicht vergessen. Damit die Schlüpper nicht rausfallen. Nee, damit die Chinesen uns nichts stehlen, Baby. Die Chinesen stehlen das nicht, das passt denen doch gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass die Chinesen stehlen. Ich denke, wenn du in China, auf Deutsch heißt es China, nicht China, oder? Genau. Habe ich wieder was gelernt. Ich denke, wenn man in China was klaut, dann ist man ganz schön am Arsch, weil die kommunistisch dort sind. Dort sind sie schon ein bisschen strenger, denkst du nicht? Ja, ich denke schon. Viertel nach zehn? Perfekt. Oh, die haben kein Internet dort. Das heißt, wenn ihr irgendwo seid und ihr wollt von A nach B, dann könnt ihr nicht googeln. Oder irgendwie sonst, weil es einfach kein Internet gibt. Es gibt einen Trick. Und zwar kann man ein VPN-Netz herstellen. Für das muss man eine App runterladen auf dem Handy und auf dem Computer auch. Und da muss man mit dem, über diese VPN-Adresse muss man ins Netz rein. Das ist nicht hundertprozentig safe, dass es funktioniert, aber im Internet steht, dass es funktioniert und wir haben auch schon von Leuten gehört, die dort sind, dass es dann funktioniert. Also ich denke, es hängt ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, wo wir uns befinden, ob wir uns im Landesinneren von China befinden oder ob wir uns in Hongkong befinden. Ich denke, in Hongkong ist das Netz ein bisschen besser. Zur Sicherheit habe ich mir einfach mal zwei runtergeladen. Einmal der Wingy und einmal der Pro VPN. Der hat gut abgeschnitten. Ben hat mir da einen guten Link zugeschickt, wo du die verschiedenen VPN-Anbieter vergleichen konntest und der war gut. Das heißt, wenn ihr von uns nichts mehr hört, dann sind wir entweder im Knast oder aber wir haben einfach kein Internet. Frau Dr. Julia Nebeling, sind Sie kaffeesüchtig? Nein. Heute hatte ich erst einen. Wenn man solchen Kaffee kriegt, dann muss man zuschlagen. Das stimmt. Wenn ihr intermittierendes Fasten durchzieht in eine Diät, dann kann euch Kaffee easy helfen, durchzukommen. Was ist Spaß? Es geht nicht. Das lässt mich nicht durch. Ja, mich auch nicht. Oh. Die Maschine geht leider nicht. Sehr schlecht. Da Spezialeingang für mich. Danke. Hey, ich wünsche Ihnen. Ebenfalls. Ja, bye bye. Okay. Wer kennt die Frau noch? Hä? Kennst du die Frau noch, Bro? Nein, ich kenne sie nicht. Das letzte Video. Check das letzte Video ab. Ich glaube von Paris oder so. Yes. Es ist ein mega Zufall, dass ich im gleichen Flugzeug bin wie ein verdammter Cousin. Und mit seinen Bros. Ja, eigentlich bist du gar nicht mein Cousin, oder? Ich weiß nicht so genau. Man sagt. Im Internet sagt man, er ist mein Cousin. Ja, aber stimmt. Teilweise. Immer wieder die Subs hier, oder? Was hast du hier noch für ein Buch eingepackt? Sehr geiles Buch. Von Eckhart Tolle, meine Freunde. Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Das müsst ihr lesen oder hören im Gym. Und dann nehmen wir für den King noch die hier. Schau mal, Baby. Wir haben jetzt genug Geschenke, wenn wir nach Peking fliegen, Babe. Wir haben ein Sackmesser, wir haben Proberware, wir haben für die Frau ein Kugelschreiber von Swarovski und wir haben verdammte Schweizer Schokolade. Wir haben unseren Job erledigt. Hongkong E34. Wir sind auf dieser Seite und mein Cousin ist auf dieser Seite. Dann fliegst du nach Hongkong und wer sitzt im gleichen Flugzeug? Einfach mein verdammter Cousin. Guckt euch an. Gerne. Ja, und seine Friends.
Wir haben schon in Vegas haben wir die getroffen mit Valmir. Vegan Valmir, weißt du noch? Kennt ihr noch Vegan Valmir? Hat einfach eine Woche knallhart vegan durchgezogen, der Valmir. Ist harter Hund. Und du, habe ich gehört, hast verdammte 40 Kilo abgenommen. 40 Kilo. Das ist viel. Eigentlich ist das so der Schwert-Challenge machen. Ja, jetzt machen wir noch 30, 40 Tage Schwert und dann sind wir bei 80 Kilo. So, dann bist du fit im Sommer. Hey, ich sage euch, ich bin richtig, richtig gut am runterrappen. Hab heute auch erst gerade wieder, was habe ich gehabt? Ich denke 650 Kalorien, ich muss es nachher mal tracken. Und ich fühle mich gut, ich habe keinen Hunger. Und wahrscheinlich werde ich nur noch was Kleines essen im Flugzeug, schlafen, dann aufwachen, dann sind wir schon in Hongkong und dann habe ich schon wieder einfach rack, zack, 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 alles runtergekartet. Für dich war es auch einfach dann, wenn wir den Dreh rausgehabt haben, war es easy, oder? Ja, es muss einfach mal Klick machen, dass du etwas verändern möchtest, ja. Und dann halt einfach Sport, Sport, Sport und gesünder essen, ein bisschen darauf achten. Und ja. Dann macht es ja. Richtig Spaß. Ja. Nice, Mann, ich finde es geil, wirklich. Also 40 Kilo abzunehmen, das ist schon eine harte Leistung. Das ist schon hart, Mann. Nice. Ja. Und wie sieht es mit euch aus? Cool. Wie sieht es mit euch aus? Ja, Kalorien. Ich bin auch am Abnehmen, siehst du doch hier. Das ist flüssige Nahrung. Leben genießen. Fastenkur, Bierfastenkur, ja, ne? Hoffen wir mal. Auf Schuhe mal, ich muss erhalten. Auf Hongkong. Und hoffentlich kommen wir wieder in die Schweiz zurück. Nach dem Kino. Baby. Tadalala. Bist du ready, Baby? Ja, das wird ein langer Flug jetzt nach Hongkong. Und wir hatten aber das Glück, dass wir ein Upgrade machen konnten. Relativ günstig, und ich sage es mal verhältnismäßig günstig. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass wir ein bisschen besser schlafen können. Und wir dann, wenn wir ankommen, schon total fit sind. Dann habe ich gesagt, hey, weil wir eh nur eineinhalb Tage, oder ja, knapp zwei Tage in Hongkong sind, nutzen wir die Zeit optimal. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und das. Und das. Und die hier, auf jeden Fall die hier. Denn meine großen Kopfhörer von Bose, die sind kaputt gegangen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich darf es nicht sagen. Es ist mir eine Kurzhantel draufgefallen. Beim Bankdrücken Kurzhantel. Ja, Lana. Danke, oh, ja. Perfekt. Ein Schlumm-Schlumm-Shirt. Zum Schlafen? Ja, das ist bequemer als die Jacke. Schau, das. Wow. Ganz kuschelig. Ich habe jetzt gerade meine Nachos abgecheckt und es sieht wie folgt aus. 99 Gramm Eiweiß, 52 Gramm Kohlenhydrate und 12 Gramm Fett bis jetzt. Und jetzt habe ich keinen Hunger und mache es einfach so, dass ich die restlichen Proteine noch decke mit Alpha-Aminos und fülle auf noch mit Plantain bis zu 2 Gramm pro Körpergewicht. Esse diese Banane, diesen Apfel und das war's. Weil warum soll ich essen, wenn ich keinen Hunger habe, wenn ich runter diäten möchte? Und die ja. Kraft im Gym und alles nach wie vor da ist. Ganz chinesisch, die ganze Menükarte. Bald ja, hoffentlich auch für die ganzen Chinesen. Hier sind 80% oder 90% Chinesen im Flugzeug. Weißt du, was der Nachteil ist von der Businessklasse? Schau mal. Du kannst dich nicht an mich kuscheln. Ich komme wieder mit in dein Bett. Wir haben das vegane Menü bestellt, Baby. Das ist gar nicht da drauf. Hast du, so gut. Aber weißt du, was wir haben, was auch vegan ist? Sag mal. Kartoffelgnocchi in Safransoße und Spargel. Boah, das klingt nach. Das klingt gut, ja. Das sieht sehr gut aus dem Hütl wieder. Gut. Herzlich willkommen. Die ganzen Klamotten hier. Ja, die ich eingepackt habe für Gin. Geschenke. Ja, das Geschenk hier. Ich bin auch in dieser kurzen Verzögerung und ich danke für Ihr Riesenbüchse. Ich habe sie voll gefüllt. Ich weiß ja nicht, was es in China zu essen gibt. Aber ich weiß nur eins. Es gibt Reis in China. Für dich ist ich will kein Reis. Für dich gibt es zwei Wochen nur Reis jetzt. Ich werde dein Protein verbrauchen. Erledigt. Very nice flight. We wish you a very, very, very nice flight. We wish you all a very, very nice flight. Wish you a very, very nice flight. Oh! Modular collection.
Mhm. Solche Sachen soll es auch in der Economy geben, Babe. Wäre geil, gell? Mhm. Ah. Sehr geil. Ich putze mir nachher die Zähne. Ja. Was meinst du, Zahnfee? Wie viel Mal sollte man Zähne putzen? Zweimal am Tag? Ja. Nicht zu oft. Aha. Ist nicht gut. Wer sagt das? Zahnabtrag. Ich sag das, es gibt Studien, die es belegen, dass bei einmal am Tag reicht, einmal richtig und zwar abends. Okay, also sonst Spülung und Kaugummi. Du hast es sicher im Internet gelesen. Nein, es gibt richtige Studien darüber. Ja, das glaube ich dir. Viel zu viele Leute haben überempfindliche Zähne inzwischen, ja, weil sie zu stark putzen oder die falsche Zahnpasta benutzen. Leachen, okay, all diese Sachen, die die Zähne so ein bisschen angreifen. Viele Säuren, Energy Drinks. Mhm. Großes Thema. Und Socken hast du noch, Baby. Ja, dann haben stimmt. wir noch das. Dann wäre hier dieses Buch. Weiß ich. In Blindenschrift oder was? Oh. Oh oh. Dieses Buch lesen wir. Dann das drauf. Game over. Hast du die schon gesehen? Ich hatte die gezocht. Was ist das, Baby? Nasenstöpsel. Genau. Wenn ihr nicht schlafen könnt, dann stopft sie einfach die hier in die Nase rein. Und dann könnt ihr sehr gut schlafen. Das habe ich auch im Internet gelesen. Was hast du hier, Baby? Mm, das sieht aber lecker aus. Hete. Mm, das ist sowas wie Nudeln mit Gemüse. Wir ziehen uns den Film rein über McDonald's. Die ganze Story, die ganze Geschichte. Bis jetzt ist er richtig. Habe. Mit der Fitbit kannst du sogar den Schlafzyklus so messen und ja, alles. Ja. Du kannst alles sehen. Ich habe schon 427 Kalorien verbrannt, während es schlaft. Du bist verrückt. Ich habe die chinesische Ernährungspyramide. Sehr geil. Mit der Suppe. Es gibt eine Menge. Nice. Es gibt eine Menge hier. Ja, nachher im Hotel bestimmt ein paar. Mhm. Eine Menge. In Hongkong sehr beliebt. Einfach ein Tesla. Ja. Ja, jetzt denken alle Menschen um, gell? Yes. Ja. In Green Hongkong Power. So. Wow. Alles das ist unser Hotel. Wir sind im höchsten Gebäude von Hongkong. Das ist 490 Meter hoch. Hongkong ist mega groß, es hat sehr viele verschiedene Inseln, viele Berge und wir sind jetzt hier auf dem Festland und das da, das ist jetzt Hongkong Islands. Da kann man mit dem Taxi, mit der U-Bahn rüber und in 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten ist man rüber. Wir checken jetzt erstmal ein. Die Lobby ist auf dem 103. Stock. Bar auch. Ja, der Bar hat auch eine spezielle Fahrstuhl. So. Hey, ich bin so gut am wieder runterbrennen. Ich bin am runterschredden. So sieht das chinesische Visum aus. Krass, gell? Der Ausblick hier. Darauf können wir vielleicht frühstücken da unten nachher. Ja. Also das heißt nachher. Morgen. Yeah, we wanna see the gym, bro. Gym is 24 hours. No? Nice. And Wi-Fi, we have Wi-Fi 24 hours. Not for free, that's good. Ja, ich klinge jetzt. Ja. Thank you.
Oh, nice coffee. Oh no, water. Wow, aber der Ausblick ist geil. Schau der Ausblick, Baby. Schau mal den Ausblick. Mhm. Die haben richtig Stil. Aha. So gut. Die vielen Schiffe da, oder? Mhm. Schade, Mann. Die Fitbit hat mir meine Schlafphase nicht angezeigt dieses Mal. Ihr seht immer genau die Schlafphasen. Ich finde das mega interessant. Da seht ihr, wie lange ihr wach wart, wie lange ihr in der REM oder in der Leicht- oder in der Tiefschlafphase wart. Und durch die Zeitverschiebung hat es mir jetzt nicht angezeigt, weil es hätte mich Wunder genommen, wie ich wirklich geschlafen habe jetzt. Wie gut oder wie schlecht. Schau mal das Hongkong-Geld. Dann sagt man, lacht über das Geld, weil man kann es nicht zerreißen. Das ist wie in Costa Rica. Cool. Weißt du noch, in Costa Rica kann das, das ist Plastik. Man kann es nicht zerreißen, das Hongkong-Geld. Und das ist auch nochmal ganz anderes Geld. Als das dann in China, die haben verschiedenes Geld. 100 sind ungefähr 12, 13 Euro, gell? Genau. Mhm. Das nachher nochmal ausrechnen. In China ist es dann wieder anders. In China haben wir den Yuan. Ja, der ist die Währung stärker, ja, glaube ich sogar. Ja, ist stärker in China. Ja, ja. 100 Hongkong-Dollar sind 12,50. Und 100 chinesische Yuan sind dann 14 Franken. Und wenn ihr so oft reist, dann empfehle ich euch nie, den Koffer auszupacken. Das Einzige, was ich immer auspacke, das sind meine Supplements, damit ich Übersicht behalte. Meine Schuhe, morgen geht's ins Training hier, mein ganzes Kamera-Equipment. Und den Rest lasse ich hier im Koffer, das ist schön aufgeteilt. Hier haben wir die Shirts von The Prime, hier haben wir die Stringers, die Tanktops, die kurzen Hosen. Regenschutz habe ich noch mitgenommen, die normalen Kleider, Unterwäsche. Was ich auch immer auspacke, egal ob ich nur eine Nacht oder 10 Nächte dort bin, das ist mein Necessaire. Hier Shampoo, Rasierschaum, Haarspray, Deo. Ja, Deo, das ist ein Deo von Lush. Auf eine natürliche Art und Weise, richtig nice. Schade, dass ihr jetzt nicht riechen könnt. Aber checkt Lush mal ab, die sind wirklich gut, machen gute Sachen, haben alles natürliche Zutaten drin und schmecken extrem geil. Die haben teilweise so Masken und Shampoos mit Haferflocken und Kakao drin und am liebsten würden die das gerade essen. Also nicht zu empfehlen in einer Diät. Weißt du noch, in einer Diät wollte ich die immer essen. Nee, Spaß. Wir machen jetzt den ersten Shred-Test bei den Beinen. Was ist bei den Beinen gegangen? Hier ist gutes Licht. Ist ein bisschen was gegangen. Also ich finde schon, dass was gegangen ist in dieser kurzen Zeit. Also ich finde, du hast Volumen zugelegt, also insgesamt wieder Oberschenkel. Ich denke vor allem nicht. Meinst du nicht? Nee, also im Vergleich zur Wettkampfdiät, klar habe ich wieder Volumen zugelegt, aber im Vergleich, wie ich war nach 2 Jahren Aufbau, nicht. Da fällt mir immer noch was, das geht lange bis du da wieder am Start bist. Ja. Okay. Haben wir den Test gemacht, den Dexter-Scan. Ich bin gespannt, was der Dexter-Scan bringt, nach der, also am Ende. Gehen wir? Mhm. Bist du ready? Gehen wir mal die Stadt anschauen, es wird schon dunkel. Ja. Kann man hier den Hoppenscan machen? Wir checken es ab, wobei Wasser haben wir genug. Aber ja, man kann ihn machen. Schau. Hier, Äpfel, Wasser. Und was meinst du, wird hier was mit dem Training? Ich habe gerade Lust jetzt ein bisschen zu trainieren, Babe. Fuck, da ist eine Aussicht. Mega City. Ja, da kannst du ein bisschen chillen, wenn du fertig trainiert hast. Hier, meine Freunde, hier habt ihr auch den Hotelscan mit dem Wasser, sogar Mineralwasser, nicht normales abgefülltes Wasser. Kalt könnt ihr es auch haben. Ihr seht, wenn ihr ein Hotel gebucht habt, dann lohnt es sich, mal kurz im Gym vorbeizugehen. Nice, nice, hä? Eh? So sogar Whirlpool und draußen auch. Das Hotel ist wirklich mega. Wir sind jetzt hier in der Hotelbar zu oberst. Oben ist free und hier auf den brutalen Ausblick auf die City. Die Stadt ist so groß. Da habt ihr Hong Kong Island, die ganze Skyline. Hier seht ihr den Tunnel, der rüber geht bis zur Island. Tanchon. Tanchon. It's called me for even talk, yes.
Aber dabei ist es auch schon 7:45. Alle Geschäfte hier haben noch offen. Oh, was haben wir denn hier? Kleinen Cocktail. Mit Ginger, mit Pfirsich, mit Berries. Das gibt mir jetzt einen Zuckerschock. Cheers. Cheers. Ich hab Traubensaft. Traubensaft, ja, ja, Traubensaft. Da hinten haben wir einen Ausblick auf die Skyline. Hier haben wir einen Ausblick auf Hongkong Island. Da oben ist das Restaurant. Da essen wir gleich was. Perfect. Thank you. Bisschen Gemüse. Bisschen Patatas. Wow. Und eine leckere Suppe. Mahlzeit in Hongkong und du musst nicht nur Reis essen, hast du gesehen? Ja, ein Glück. Gut, wie gesagt, also in China sieht es ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Hongkong ist natürlich international, das muss man schon ganz klar sagen. Das Essen war mega gut, das Restaurant war auch mega geil und wir haben gedacht, hey, wir gehen jetzt ins Dragon Eye, das ist ein Club, weil mein Cousin ist dort. Hongkong war früher mal eine englische Kolonie, darum waren die hier auch auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite. In China wiederum fahren sie wie in Deutschland und in der Schweiz auf der linken Seite. Hier läuft's! Hier ist überall Clubs. Wir waren jetzt im Dragon Eye Club. Richtig. Ah. Club. Hey, Niggi. Hey, where are you guys from? Colombia. Colombia? Colombia. I was born here. Where are you from? We are from Switzerland. Ah. Say hello to all my friends. Jetzt geht's weiter. Da geht's runter. Schaut mal das an, was da los ist. Also Hongkong ist schon eine easy gute Partystadt. Hey Bro! Gut. So, Babe, was meinst du, so ersten 5-6 Stunden Hongkong? Mega nice. Wir gehen ins Bett. Andere Welt, gell? Ja, ja, wir wollen eigentlich gar nicht ins Bett, aber wir müssen ins Bett, weil, wie gesagt, morgen müssen wir früh aufstehen, müssen ins Training. Mal schauen, wie früh wir aufstehen. Denn so gut haben wir nicht geschlafen im Flugzeug. Leider hat die Fitbit nicht angezeigt, wie viel und wie gut ich geschlafen habe, aufgrund der Zeitverschiebung. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Im nächsten Vlog hier aus Hongkong. Thank you. Peace. Oder besser gesagt, kiss. Ja, genau.